Liebe Bürgerinnen und Bürger, das Coronavirus beherrscht die Gesellschaft und auch die Medien. Abstand halten ist das Gebot der Stunde und genau das tun wir jetzt. In dieser Mappe ist das Verkehrsunfallgeschehen des Jahres 2019 zusammengefasst. Ich werde Ihnen das Wichtigste daraus vorstellen. Das gesamte Zahlenwerk finden Sie auf unserer Internetseite. Der Link ist hier unten eingeblendet. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die allermeisten Zahlen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, haben sich positiv entwickelt. Das ist auch und gerade ein Verdienst der Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die bei der Verkehrssicherheitsarbeit einen wirklich hervorragenden Job machen. Es ist kein einfacher Dienst und häufig eben auch mit Gefahren verbunden. Deshalb richtet sich mein ganz besonderer Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Bei der statistischen Auswertung unserer Arbeit legen wir natürlich ein besonderes Augenmerk auf die Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind. Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, dann müssen wir wissen, hinter jeder dieser Zahl verbirgt sich ein persönliches Schicksal. Und gerade das motiviert uns als Thüringer Polizei, für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich heute bei den Unfällen mit Personenschaden historische Tiefstände vermelden kann. Das betrifft sowohl die Unfälle mit Leichtverletzten als auch die Unfälle mit Schwerverletzten oder gar Getöteten. Ich bin sehr froh. Noch nie seit Beginn der thüringenweiten Verkehrsunfallstatistik im Jahr 1992 sind weniger Menschen auf Thüringer Straßen ums Leben gekommen als eben im letzten Jahr. Später dazu noch mehr. Liebe Bürgerinnen und Bürger, mit der Statistik ist es immer so eine Sache. Wenn Sie auf Thüringer Straßen unterwegs sind, sollten Sie an den Freitagen im Juni zwischen 14 und 16 Uhr in Erfurt besonders vorsichtig sein. Zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort ist rein statistisch die Wahrscheinlichkeit am höchsten, im Verkehr körperlich Schaden zu nehmen. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber dennoch steckt eine Menge Information in dieser statistischen Zusammenfassung. Lassen Sie mich zunächst kurz tatsächlich auf die Situation in unserer Landeshauptstadt eingehen. Es verwundert nicht, dass in dieser größten Thüringer Stadt auch die meisten Unfälle passieren. Doch wenn man jetzt in der Statistik genauer hinschaut, fällt eine Sache ganz besonders auf. Im Juni 2019 hielten gewerbliche E-Scooter bzw. E-Roller Einzug in den Erfurter Verkehrsraum. Und in der Statistik schlägt sich das mit 228 Vorfällen nieder. Hierbei handelt es sich in der Masse um Strafanzeigen gegen Fahren unter Einfluss von Alkohol. 12 Verkehrsunfälle mit Rollern waren landesweit zu verzeichnen, mit tatsächlich einem Toten, einem schwer und 7 Leichtverletzten. Vielleicht erinnern Sie sich, ich selbst hatte mir im Juli des vergangenen Jahres ein Bild von der Situation verschafft. Ich bin selber mit diesem Fortbewegungsmittel, mit diesem neuartigen Gefahren und finde immer noch, dass es sich hierbei um ein interessantes, dynamisches Verkehrsmittel handelt, das auch zeitgemäß ist, aber mit einer immerhin Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometer ist es eben auch im Straßenverkehr ein Verkehrsmittel, bei dem man sich, wenn man es bewegt, wenn man damit fährt, daran halten muss, die Verkehrsregeln eben zu beachten. Und es sind eben auch Gefahren damit verbunden, sich beim Unfall da zu verletzen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, entgegen dem bundesweiten Trend sind im vergangenen Jahr die Verkehrsunfälle in Thüringen gegenüber dem Jahr 2018 um immerhin 1,2% auf 55.790 Unfälle gesunken. Das bedeutet, dass alle 9 Minuten ein Verkehrsunfall auf unseren Straßen passiert. Alle 69 Minuten kam ein Verkehrsteilnehmer zu Schaden.
Das zeigt die Statistik, wenn man die insgesamt 7.617 Verunglückten betrachtet. Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist wieder eine oder die häufigste Unfallursache. 2019 wurden auf Thüringer Straßen 92 Personen leider tödlich verletzt. Das sind 8 Menschen weniger als im Vorjahr. Ebenso sank die Zahl der Schwerverletzten um 14,3% und die der Leichtverletzten um 12,8%. Unfälle sind mit Kindern, also aktive Beteiligung der Kinder. Sie waren in der Regel zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, gingen um 6,3% zurück. Das ist natürlich sehr erfreulich. Demgegenüber stiegen die durch Kinder selbst verursachten Unfälle um 9,7%. Das ist nicht erfreulich. Auf dem Schulweg verunglückten 22 Schüler weniger als im Jahr 2018 und es gab glücklicherweise keine Todesopfer. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Statistik zeigt auch Entwicklungen, die ich sehr kritisch betrachte. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Unfälle mit Beteiligung junger Fahrerinnen und Fahrer um fast 16% gestiegen. Dies gilt ebenso für die Zahl der durch junge Fahrerinnen und Fahrer verursachten Unfälle. Ich appelliere nochmals an alle Führerscheinneulinge und auch an junge Auto- und Motorradbesitzer, respektvoll und rücksichtsvoll am Straßenverkehr teilzunehmen. So wie der Verkehr immer dichter und komplexer wird, müssen wir umso besonderer und vorausschauender daran teilnehmen. Es werden nicht weniger Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen. Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern sind ebenfalls erfreulicherweise zurückgegangen. Bemerkenswert ist allerdings, dass beteiligte Radfahrerinnen und Radfahrer den Unfall in fast 60% der Fälle selbst verursacht haben. Leider gab es 2019 bei Unfällen mit beteiligten Fußgängern 14 tödliche Unfälle. Es waren mehr zu beklagen als im Jahr 2018. Von den 9 tödlich verunglückten Radfahrern starben 2 bei Alleinunfällen, also ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer. Mit Blick auf die beginnende Motorradsaison noch ein paar Worte zu Unfällen mit motorisierten Zweirädern. Erstmals ist 2019 ein Rückgang um 5,9% zu verzeichnen. Das ist gut. Allerdings sehe ich den Anteil der durch Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer selbst verursachten Verkehrsunfälle, immerhin 63%, sehr kritisch. Liebe Bürgerinnen und Bürger, diese Statistik zeigt erneut, dass Verkehrssicherheit ein Dauerthema in unserer Gesellschaft ist. Kein Menschenleben darf durch Unachtsamkeit und Respektlosigkeit im Straßenverkehr gefährdet werden. An dieser Stelle richte ich meinen besonderen Dank auch an die Feuerwehr und Rettungsdienste, deren Arbeit mit der Thüringer Polizei Hand in Hand geht. Sie sind es, die in ihrem täglichen Dienst mit dem Verkehrsunfallgeschehen in all seinen Facetten konfrontiert werden. Das reicht von einfachen Blechschäden bis hin zu schwersten Personenschäden und getöteten Personen. Trotz dieser psychischen Belastung wird von Ihnen ein professionelles und verantwortungsvolles Vorgehen verlangt. Hierfür gebührt jedem Einzelnen Respekt und Anerkennung. Sie arbeiten für Ihre und für unser aller Sicherheit. Vielen Dank und in diesen Tagen ganz besonders mein Wunsch, bleiben Sie gesund.